Ja, hallo, mein Name ist Michael Nilsson. Ich habe 1994 die Meisterprüfung im Tischlerhandwerk in Lübeck abgelegt und habe mich dann 1998 selbstständig gemacht als Tischlermeister. Ich bin hier in einer Tischlergemeinschaft jetzt in Schinnefeld, wo wir mehrere Selbstständige arbeiten, die sich Hallen und Maschinen teilen. Und so können wir auch immer auf externe Arbeitskräfte zurückgreifen. Jeder hat so seine Schwerpunkte und wir können uns da gut ergänzen. Die Schwerpunkte haben sich im Laufe der Jahrzehnte sind das jetzt schon fast, auch deutlich verändert. Wir sind weniger in der Produktion als jetzt auch in der Restauration tätig. Wir haben in Hamburg auch jetzt eine Kirche restauriert, Kirchenfenster. Wir machen auch für Privatkunden natürlich Arbeiten. Wir arbeiten mit den Privatkunden eng zusammen. Das fängt bei der Beratung an. Man guckt sich die Gegebenheiten vor Ort an und dann werden wir das mit den Kunden zusammen besprechen und werden ihnen beraten, was Holzformen, Holzarten angeht und setzen das dann mit dem Kunden zusammen um. Mein Vater war auch selbstständiger Tischler und er musste schon das Werkzeug in meinem frühen Kindesalter sich besorgen bei mir, weil ich das schon entwendet habe für meine Arbeiten, die für mich damals genauso wichtig waren wie die Arbeiten meines Vaters. Und insofern habe ich schon früh gelernt oder habe auch durch die Werkstatt, die dicht am Haus sich befand, auch schon viel Erfahrung da sammeln können. Und eigentlich ist das wirklich ein Beruf aus Leidenschaft, kann ich sagen. Weil ich auch eben sehe, was man aus einem Rohstoff Holz machen kann, das vor einem liegt, und was dann nachher bei rauskommt. Also es ist sichtbar für mich immer gewesen, in vielen Bereichen, auch heute noch, immer noch gut anzusehen, wenn ich bei Altkunden gewesen bin und immer noch die Sachen sehe, wenn sie auch noch funktionieren und die Leute auch immer noch zufrieden sind und auf diese Sachen angesprochen werden.